So. Hello everyone. I'm Ishihara from the Pokémon Company. Willkommen zum Pokémon Presents React. Und Sven First Pokémon Presents. 27.02.2022. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Live React läuft gerade im Moment. Ihr seht es später, aber ich werde es jetzt, wenn sie läuft, gerade darauf reagieren. Today, we would like to present the latest updates on a number of games. Wir haben ein kleines Bullshit-Bingo. Hab ich hier. Können wir mal ein bisschen gucken, was es so gibt. Hello, I'm Takato Utsunomiya from the Pokémon Company. Wir werden es im Schnitt abhaken, dass wir ein Bullshit-Bingo haben. Into sharing the latest updates with you all. First is an update on Pokémon Go. Natürlich, Pokémon Go. Ich glaube, das ist schon der erste Punkt auf dem Bingo. Ich habe das Bingo jetzt nicht komplett im Kopf, aber ja. Gab einige Erwartungen, was die Präsenz angeht. Alola, Pokémon Go. Natürlich. Pokémon that first appeared in the Alola region of the Pokémon Sun and Pokémon Moon games will be appearing in the world of Pokémon. Ja, Pokémon aus Alola jetzt in Pokémon Go. Pokémon Go habe ich, muss ich ehrlich sagen, habe ich. Das konnte mein altes Smartphone nie. Mein Smartphone war zu. Übrigens 15.04 Uhr. Seht das? Sonntag, der 27. Februar. Das ist direkt live. This February, Pokémon Masters EX celebrates its 2.5 year anniversary. Right now, as far as trainers go, there are over 142 in total that you can team up with. How many players have assembled on Victory Road, our newest feature? By completing Victory Road, not only can you team up with Cygnusuit Red, Cygnusuit Blue, or Cygnusuit Leaf, but you can also receive 5,000 gems. Starting tomorrow, Mei and Latias arrive. With Mei in a special outfit, this sync pair can turn the field of play into psychic terrain, powering up all psychic-type sync pairs. Skyla and Tornadus also debut, with Skyla in a special outfit. This sync pair can turn the field of play into a flying zone. They're skilled at supporting flying types and using interference against opponents. And there's more. You'll also be seeing Raihan and Flygon with Raihan in a special outfit. With moves like Sand. Das sind, glaube ich, die aus Pokémon Schwert und Schild. Das sind Charaktere, wenn ich das täuscht. 2.5 year anniversary of Pokémon Masters EX. Players now have the chance to see all the legendary Generationen at no cost. But that's not all. If you log into the game, you can receive a present of 3,000 gems as our latest campaign begins. We have a variety of other content lined up as well. Gibt jetzt vielleicht Leute, die das freut, aber Pokémon Masters EX. Don't miss out. Ja. Pokémon Café Remix. Das habe ich mal probiert. Pokémon Kaffee habe ich mal, ich habe es mal auf der Switch als Test aufgenommen und habe mir bei der Aufnahme, während der Aufnahme, habe ich die Aufnahme abgebrochen und habe gesagt, nee, scheiß drauf, das haust nicht raus, das ist es nicht wert als Test. Das war mir ein bisschen. Das ist einer dieser verwerfenden Aufnahmen, diese verworfenen Sachen, wo ich gesagt habe, ja, es ist dann auch nicht so genial, dass du so auf deinem Kanal hochladen willst. Additionally, there will be three events to celebrate Pokémon Day. The first event is Bulbasaur's Happy Pokémon Day. Who cares about this crap? Wen juckt Pokémon Kaffee? Das ist ja dieses, was man hier von. Shiny Piplup will have a greatly increased chance. Dieses Bonbons zerstören, dieses Dings, wo du das in eine Reihe legst und das tot langweilig, wie ich finde. Juckt mich ein Scheißdreck. We'll give you the chance to try out the new delivery feature 11 times. You won't want to miss this.
Ja, dann musst du dafür echt Geld ausgeben oder irgendwie auf Punkte warten, dass es echt. Wie erlauben die das elfmal zu nutzen? Cafe Remix on both Nintendo Switch Systems and Smart Devices. Weg damit. Ja, Pokémon Unite, wieder so ein Ding. Ich habe schon bei ein paar Streamern gesehen, das scheint anzukommen. Und das ist halt auch wieder nichts für mich. Auch wieder League of Legends Klon mit Pokémon. Ja. Bisher relativ wenig für mich da. Ich weiß, ich kenne sogar ein paar Leute, die jetzt Luftsprünge machen werden. Das mögen, aber... Ja, tut mir leid, da jetzt wieder so anti zu sein. You can try out any Pokémon in standard battles and quick battles on special days posted on the official Pokémon Unite website. Das ist einfach offiziell nicht meins. Furthermore, there is a Pokémon Day event happening. Ah, stimmt, wir haben jetzt dieses Jahr Pokémon Day jetzt oder diesen Monat. Deswegen jetzt auch hier die Präsenz. Use blindsiding team tactics to get the drop on the opposing team. Using Hoopa's Unite move, turn into Hoopa Unbound and go wild. While the Pokemon Day event is going on, all players can try out Hoopa. Clear all special missions, and you can obtain Hoopa's Unite license. All players that log in now will receive commemorative Pokemon Day trainer fashion items. Das haben die auch schon immer gemacht. Das ist das In-Game-Items für. And finally, speziell, das dürfen sich, also, das sind die Items, die sie sich da, Klamotten, die sie sich kaufen können, das ist es. T-Shirts, dass ich nur gekauft werden darf, wenn du dieses Spiel besitzt, Bot. Okay, Pokémon Diamant und Pearl News. Da bin ich, jetzt haben sie mich. Gibt's ein Update? Ich bin noch nicht so weit, aber ja gut. Schämen. Es ist ja zum Schämen. Soon, we'll send out Oak's letter, an item that will allow you to encounter the mythical Pokémon Shaman. Ach so, cool. Das gab's bis jetzt noch nicht. Na gut. Nice. You'll be able to claim this item as a mystery gift later, after this presentation ends. Nice. You can add later to your team and enjoy exploring the Es geht heute. Da muss ich gleich noch Pokémon Strahlen und Diamant aufnehmen heute. We have some news about the Pokémon Legends Arceus game. Bin ich auch gespannt, ob ich es nicht spiele. Pokémon Legends Arceus DLC. Gab's schon im Bingo drin, habe ich schon gelesen. Ich warte ja auf die Pokémon-neute Generation-Ankündigung. Das werden sie ganz am Ende machen. Ich gehe davon aus, dass das passiert, aber es wird ganz am Ende passieren. Dann zum Schluss noch eine neue Sache. Das ist. Ja. Ich habe inzwischen von einigen gehört, dass das ganz gut sein soll, dass das doch nicht so scheiße ist. Aber ja. Software Update. Okay. Daybreak. Later today. Ah, heute. Heute ein Update. Und ist noch ein DLC. Was bin ich da sehend? Eine hässliche Version von Palkia und Dialga. We are pleased to announce the Daybreak update for Pokémon Legends Arceus, which will be available to players at no cost. You'll begin a new investigation into a curious phenomenon that is causing mass outbreaks of Pokémon across the Hisui region. You'll also be able to engage in new Pokémon battles together with your ally Pokémon at the training grounds. The Daybreak update will be available later after this presentation ends. Nice. Also ich spiele es nicht, aber we'd like to offer you some items that should come in handy on your adventure. Please enter the provided password in your game to claim this gift.
Nice, nice. We hope you continue to enjoy your adventures in the Hisui region. One more thing. We are pleased to announce that production of an online animated series set in the Hisui region has begun. Na, heute werde ich nicht mehr. This series will feature an original storyline and ich überlege gerade, was mein Diamant angeht, weil ich heute nicht mehr spielen kann. Hab noch nur Stream und so. Ich hoffe, das ist Dienstag noch da. Ist Dienstag noch. We hope you all look forward to how Pokemon games will continue to Dienstag ist das noch möglich. We've shared with you today the latest information about a variety of our games, but to wrap things up, we'd like to end this presentation by sharing one more video. Aha. Pokémon Hunter Gen. For tuning in. Hunter Gen. Generation. Na? Na? Sieht nicht danach aus, oder doch? Hunter Gen Trailer, der erste. In dem die ersten Pokémon vorgestellt werden. Könnte sein. Aha. Sieht gerade eher nach einem Meisterdetektiv-Zeugs aus. Game Freak. Aha. Was haben wir denn da? Zeig hier. Mhm. Guck mal, Legenden Darkrai. So ungefähr. Wie was? Hm? Oh. Game Fortress is not final. Aber das sieht sehr stark nach 9. Gen aus. Sieht echt, ja, das ist eine neue Generation, das ist eine neue Region. Mit neuer Naturzone, mit neuem. Mit alten Pokémon. Mit neueren Pokémon. Oh, bitte ja. 9. Generation. Ein Kampftower mit einem. Das sieht stark nach. Das sieht sehr verdächtig nach. Guck mal nach Tower aus mit dem. Oder ist es ein Remake von. Nee, ist es nicht. Das sieht nach einer neuen Region aus. Eine Switch drin. Mhm. First look to the new Region. Sehen wir die neuen Pokémon? Das wäre ja. Ja! Nice! Die neuen Pokémon. Sieht so süß aus. Das Pflanzenkatze, die Feuer, das Feuerdings. Eine Ente. Pokémon Scarlet. Und Violet. Wenn das nicht 9. Generation ist. Pokémon Scarlet, Pokémon Violet. Developed by Game Freak, all new entry Pokémon Series released worldwide in Ende 2022. Neue Serie oder wie was? Neue Generation, neue Serie, wie was? Hm. Pokémon Präsenz vorbei. Was ist Sekunde? Was haben wir? Spur nochmal zurück. Werde gleich nochmal kurz durchgehen. Pokémon Scarlet. Pokémon Violet. Fast zum Eck. Ich hab's gerade im Chat gelesen. Pokémon 9. Generation? Fragezeichen. An all new entry in the Pokémon Series. Ein neuer Eingang in die Pokémon Serie.
Das ist jetzt ziemlich in Rätseln gesprochen, aber das ist eine, das deutet auf, die wollen noch nicht Pokémon neunte Generation sagen, aber das ist ein neuer Eingang. Die Pokémon-Serie ist, sind die Generation. Das ist die Pokémon-Serien. Ist von Pokémon erste Generation bis jetzt achte oder neunte Generation. Das sind Pokémon-Series, sind die, ist wahrscheinlich die Hauptspiele gemeint. Nee, 2022, ja, Weihnachtsgeschäft 2022 wieder. Developed by Game Freak. Also ja, das wird, das ist. Schau es mir noch ein, an hier die neuen Pokémon hier. Ich schaue mir jetzt nochmal speziell nochmal den Trailer hier an. Der Anfang ist relativ uninteressant. Da haben sie ja so ein bisschen, haben sie ein bisschen Spannung aufgebaut. Game Freak wieder gezeigt. Hier wird's spannend. Hier sehe ich eindeutig, das ist eine Rumpelkammer, das ist so ein bisschen hier, ist ein, hier interpretiere ich rein, das haben sie bewusst auch auf so, auch so ein bisschen, auch so ein bisschen Retro, so, also hier stehen Antiquitäten da, alte Lampen hier, das ist verstaubte Möbel und so weiter. Ich meine, das ist jetzt hier wieder sehr viel rein interpretiert, aber das ist jetzt wieder das, was ich schon aus mehreren Quellen gehört habe. Jetzt, dass die nächste Generation wieder so ein bisschen back to roots gehen wird und so ein bisschen gucken wird. Ja, ich weiß, es ist jetzt wieder ein bisschen zu jetzt viel in, ist jetzt hier fast schon Kunstbetrachtung hier alles, so ein bisschen in ein paar Möbelstücke. Aber das ist ja, wir sehen es auch nachher nochmal, wir haben hier, da haben wir hier die Ad-Generation, ja. Es ist die Region sieht für mich so ein bisschen aus wie das hat für mich ein bisschen was von, es erinnert stark an Schwert und Schild, also das ist hier, kennen wir die großen Gebiete, die Naturzonen kommen wieder, was ich nicht weiß, ob das gut oder schlecht ist, ob ich das gut oder schlecht finden soll, normalerweise eher schlecht. Die Städte, die Stadtgestaltung hier auch in der Grafik, weiß, wie es dargestellt wird, erinnert sehr stark an Pokémon Schwert und Schild, was mich veranlasst zu glauben, dass das die neunte Generation ist. Bei Pokémon Strahlende Diamant Remake, das ist in der Grafik, das ist in einer anderen, sieht anders aus und das allein schon deswegen, dass die Straßen so nach Pokémon Schwert und Schild aussehen, das ist. Das lässt mich glauben, dass das Pokémon neunte Gen ist. Außerdem wurde schon. Ich kann euch das Video von Let's Play Markus nochmal verlinken in der Videobeschreibung, wo er gesagt hat, das finde ich großartig. Warum jetzt dieses Jahr Pokémon neunte Gen kommen muss, warum das logisch ist. Aber hier die Naturzone, das lässt mich hier stark, wirklich stark, sehr stark drin glauben. Auch die Älteren, das passt zu dem, was ich vermutet habe, die alten Pokémon aus erster, zweite, dritte Generation da wieder versuchen reinzubringen. Und auch der Kampf, das was so aussieht wie ein Kampfturm. Ich hoffe, die haben vor allem die Naturzonen verbessert, dass die jetzt vielleicht ein bisschen was aus Pokémon Legend Arceus damit reingebracht haben, was da gut funktioniert, damit reinzubringen, dass da, also in Pokémon Schwert und Schild, die Naturzonen waren Krampf. Das waren wirklich. Ich hoffe, die nehmen auch diese Ultra-Version raus, wo das, ich weiß nicht mehr, es ist schon lange her, dass ich das gespielt habe. Pokémon Schwert und Schild. Ich habe dann das DLC auch ausgelassen, deswegen ist es noch ein bisschen länger her. Diese Ultra-Pokémon, die dann größer werden und hochhausgroß sind und dann dort, das war einfach. Die waren OP und haben nichts. Das war einfach. Es hat auch keinen Spaß gemacht. Hier sehen wir sowas wie eine. Es erinnert stark an das Ding hier, an die. Der Platz, auf dem Pikachu steht hier. Da haben wir es gleich hier. Strandregion hier, das erinnert mich sehr an die finale Region von, also an die finale, an die Hauptstadt in Pokémon Schwert und Schild, wo in Schwert und Schild die große Arena stand, in der du die sozusagen die Alternativ-Pokémon Liga wurdest, wo du dann gekämpft hast gegen in einem Ausscheidungsverfahren gegen die Sachen, ihr erinnert euch, wenn ihr das gespielt habt.
Ja, aber wieder ältere Pokémon bekannter. Ja, Pikachu als Markenzeichen wieder. Mit Pokémon. Man sieht doch, das ist dieses. Das hier war, glaube ich, dieses Schlangen-Pokémon. Das ist, glaube ich, 5. Gen, oder? Das ist, wenn mich nicht alles täuscht. Pokémon Schwarz und Weiß eingeführt, wenn mich nicht alles täuscht. Die Klassiker, ja. Aus der ersten. Ich denke, man wird auch viel drauf bauen. Hier wieder so ein paar, also für die Fans von früher, die erste Generation, zweite Generation gespielt haben, so ein bisschen die noch wieder zu holen, da ein paar Elemente wieder mit einzubringen, die dann so ein bisschen. Ja, ist das Starterdorf. Hat man jetzt hier das was hier als Pokémon-Tor hier, das hier. Entweder ist es die Top 4, entweder die haben die Top 4 neu modelliert. Das kann natürlich auch sein. Darauf deutet dieser Platz hier hin. Das Ding hier, das ist was gerade. Ja, jetzt haben wir es wieder nur nah. Der Turm. Das ist wieder so eine After-Story-Residenz, wo man halt dann ein bisschen spielt. Kriegen wir jetzt noch ein Bild, so ein ganzes Bild von dem. Hier, das könnte. Ja, es könnte wirklich auch damit den. Hier sehe ich einen. Nee, das wird die Pokémon-Liga sein. Das ist, hier sehe ich einen. Hier könnte noch ein Tower sein, hier könnte noch ein Tower sein, das könnten hier 4 Tower sein und hier in der Spitze der Pokémon, die Pokémon Liga Champ. Das könnte. Kampfturm? Je länger ich drüber nachdenke, nee, ich hab's als Kampfturm so ein bisschen. Kampfturm hoffe ich mir auch, denke ich, das werden sie im späteren Trainer noch zeigen. Kampfturm werden sie auch noch, so eine Art Kampfturm werden sie einführen. Eine Pokémon Liga wird wieder klassischer. Denke ich mir. In dem Platz der Elemente. Wait. Ich hab einen. Gucken wir mal genauer hin, ob wir Hinweis, den ich von einem anderen YouTuber schon gehört habe, ob wir den mal finden. In dem Platz der Elemente. Hier haben wir Fee. Feuer, Wasser, Pflanze, es könnte Blitz, Elektro sein. Und Qualität ist jetzt hier natürlich, ist 1080, also eigentlich. Das könnte, du findest hier Dunkelheit sein. Ich suche nämlich nach dem Hinweis auf einen neuen Typen, der kann ich auch noch euch noch verlinken, das Video. Ganz klassisch der Starterhaus hier, Starterdorf, zwei Platzdorf von der neuen Generation. Das Haus da am Anfang sieht wieder nach einem. Ich sehe hier viel mehr. Wir hatten hier schon Strandszenen. Das sieht wieder, das wird wieder so eine. Es wird eine Ozean. Alola wird es nicht. Danach sieht es nicht aus. Also in der Alola-Region. Es wird halt so. Das wird was. Spanien, Portugal, so ein bisschen so am Ozean, so denke ich, könnte das hinhauen. Ich habe gerade auf die Bäume geguckt, ob da irgendwas. Es sind auf jeden Fall Palmen hier, also es ist schon. Der Berge im Hintergrund, das ist, könnte schon so. Mexiko, vielleicht Südamerika. Im Wasser. Und da haben wir hier die drei Pokémon. Lass uns da nochmal drauf gucken. Da haben wir das Wasser-Pokémon, das ist eine Ente. Was auch immer das Feuer-Pokémon darstellen soll. Ich finde es wahnsinnig hässlich. Krokodil wahrscheinlich irgendwie. Ich finde das Feuer-Pokémon das hässlichste davon. Da haben wir einen Pflanzenhundchen. Das ist auch, die sind wahnsinnig süß. Das ist die, also, ja, auch das Feuerkrokodil ist irgendwie ein bisschen süß, aber die Weiterentwicklungen werden spannend sein. Die werden dann entscheidend sein für, wie man sich dann entscheidet.
Standmäßig nehme ich immer das Feuer-Pokémon in Spielen. Aber wenn ich dann kommt drauf an, wie episch die Weiterentwicklungen aussehen. Das ist, aber bin ich jetzt eher, würde ich jetzt fast schon. Pflanzen nehme ich natürlich nie. Außer wenn es, also hier bei Pokémon Sonne und Mond habe ich jetzt ja das, auf Englisch heißt es Owlet, wie hieß es auf Deutsch? Die Eule hier, mir fällt gerade der deutsche Name dafür nicht ein. Würde meine Sache eher zur Ente gehen. Das ist eine richtig große, starke Ente. Stell mir auch komisch vor. Das wird so wieder so in Richtung Turtok gehen, so mit Blastern auf dem Rücken und so weiter. Kapitänsente, hier, das Entchen hat hier eine Matrosenmütze scheinbar irgendwie auf. Das haben wir dann wieder. Das Feuer-Pokémon wird wie immer so groß und stark und breit wie so ein Ringer sein. Das wird so mit dem John Cena Ausmaß annehmen. Das wird dann so mega breit werden. Das Pflanzen-Pokémon weiß ich gar nicht, das ist dann wieder. Das Pflanzen-Pokémon wird dann zum Eleganten, sehe ich so als elegantes. Das haben sie ja bisher immer so gemacht, dass dann mehr Knospen, mehr so größerer, also ein ausgewachsener Hund, so, also nicht so ein kleiner Welp, sondern ein großer Hund mit größeren Ohren, größerem Schweif und größeren noch auswüchsen dort mit Pflanzen irgendwie dran. Das ist so dann. Das Enden, das wird zum so Kapitäns und mit Wasserpistole, mit so einer Wasserkanone, das ist so Richtung Porenta, könnte ich mir das vorstellen. Porenta mit dem Lauchzelot, das Schwert, das mit so einer Wumme hinten drauf, die Endentwicklung. Das ist dann so ein riesiges, erwachsenes, so ein Hahn mit Captain-Mütze auf und einem Wasserblaster in der Hand. Schon mal predicted hier, wie das Ganze weitergehen wird. Aus Erfahrungen der letzten Generation. Pokémon Scarlet. Was heißt denn das jetzt nochmal? Pokémon Violet? Violet ist wahrscheinlich die Farbe, das sind die Farben genannt. Scarlet, was war Scarlet nochmal? Muss das mal googeln. Pokémon Scarlet. Sag mir das mal einer. Scharlachrot, das ist Scarlet, das Scharlachrot und Lila, also Scharlachrot, Pokémon Scharlachrot und Lila, ob man Violett wahrscheinlich übersetzen kann. Okay, klingt noch ein bisschen seltsam. Vielleicht finden sie da elegantere Namen in Deutsch. Na, hier, das ist das Rätsel hier, developed by Game Freak. An all new entry in the Pokémon. Entweder die wollen darauf ausspielen, dass die jetzt auf die Generation scheißen und eine neue Serie aufmachen, so wie Pokémon Legenden Arceus, dass das da so ein bisschen in die Richtung reingeht, dass das eine neue Sache wird, wovon ich ehrlich gesagt nicht so ein Fan wäre. Oder es ist jetzt hier eine rätselhafte Anspielung, weil sie es noch nicht sagen wollen. Sorry, jetzt habe ich ein bisschen gespuckt. Das ist eine rätselhafte Anspielung auf Pokémon an all new entry in the Pokémon. Das ist einfach eine neue Einstieg in die Pokémon-Generation. Also es wird eine neunte Generation geben, aber es ist, so interpretiere ich das, aber das ist eine, es wird revolutionär, also es ist halt so ein bisschen so werbetechnisch nichts gesagt. Das ist also, es wird sich alles ändern. Was nicht wird, weil wir haben die Bilder hier im Trailer gesehen, es wird nicht revolutionär Neues. Wir haben ja Sequenzen aus, wir haben ja auch nochmal das Kraftwerk, hier haben wir noch irgendwie so ein Windkraftwerk, was hier wieder passieren wird. Windkraft hier, das kann man hochlaufen, da wird es auch irgendwas geben, da ist dann wieder mit dem Schurkenteam irgendwie was die Windkraft ausschalten will. Ich sehe Sachen aus Pokémon Schwert und Schild. Ich sehe Sachen aus der ersten, zweiten, dritten Generation. Ich meine sogar ein Pokémon aus Pokémon fünfte Generation zu sehen.
wenn ich mich nicht täusche. Also, Arnjunge ist ein bisschen. Lassen Sie uns zum Rätseln zurück. Aber Ende 2022, neues Spiel. Ich gehe davon aus, dass es die neunte ist. Ja. Am besten Wissensfehler nochmal genau analysiert. Mehr will ich gar nicht analysieren, Pokémon. Wir können nochmal, hier das andere juckt mich sowieso nicht hier. Könnten eventuell nochmal auf. Könnten hier nochmal auf Pokémon. Pokémon Diamant. Das ist, könnten wir. Da gibt es aber auch nicht viel zu sehen. Da gibt es einen magischen Stein, der irgendwie mit dem Ticket irgendwie ausgelöst wird. Ich hoffe, der ist am Dienstag noch da. So knapp werden sie sich begrenzen. Mache ich das noch in ein paar Teilen? Dann, wir sind gerade mit der zweiten Arena fertig. Dann können wir. Soon, we'll send out Oak's Weiß nicht, ob letter man to das the Hoenn that storytechnisch will so allow you dazwischen to. packen kann, aber. Ja, Shaman. Also mehr gibt es da nicht viel zu sagen. Viel zu sehen gibt es da nicht. You can get Oak's Letter in. Guck mal, strahlender Diamant, blechende Perle. Claim a gift later today, available. Until Sunday, March 7. Ach, ein Monat lang bis zum 27. März. Also bis ein Monat nach der Präsentation. Wenn ich das richtig verstehe, wenn ich das richtig übersetze, wird das jetzt ein Monat lang benutzbar sein. Bis zum März 27. Da werden sie wahrscheinlich die nächste wieder Pokémon direkt damit anhauen. Receive Oak's Letter to add the Mythic. Okay, ja, in your team. Das werde ich dann wahrscheinlich jetzt mal auf die Box legen, das dann Team dann zu haben. Um es erstmal zu holen, wäre eine gute Sache, wenn es jetzt. Ich meine, wir können uns dann noch Zeit lassen bis März. Ja, nein. Ich glaube, das sollten wir jetzt machen. Das mache ich dann am Dienstag, wenn ich mal wieder Aufnahmen mache. It takes approximately 2 hours of Playtime before them. Ah, okay, du musst. Ist Voraussetzung, dass du 2 Stunden Spielzeit hast, bevor du. Ich glaube, das haben wir schon. Das ist damit, dass wir jetzt bei der zweiten Generation angekommen sind, jetzt bei der zweiten Arena angekommen sind, die schon geschafft haben, und die 2 Stunden haben wir sicher. Development. You can encode a Shaman in your game after entering the Hall of Fame, obtaining the National Book. Oh, das wird. Okay, dann. Gut, und. Das werden wir verkacken. Ich sehe gerade den kleinen gedruckten Text hier. Du musst dafür erstmal. Can encode a Shaman in the, also du kannst Shaman erst kriegen, nachdem du die Bookmanica abgeschlossen hast. Das wird bei uns noch dauern, bis. Es wird noch das ganze Jahr dauern, bis wir es geschafft haben. But you will not need. Ah, du brauchst keine Online-Mitgliedschaft dafür. Ich meine das. Ja gut, vergesst das, das werden wir nicht machen, bis. Es ist available bis zu März. Schade. Schade. Das werden wir nicht im Spiel haben, wenn wir nicht. Das ist wieder so ein Event-Pokémon, was wir danach nie wieder kriegen können. Das ist schade. Also wir werden es ohne Shaman spielen. Das wird nichts. Es sei denn, wir können uns den Brief irgendwie aufheben. Ich werde es mal versuchen am Dienstag, das dann den Brief mir schon mal runterzuladen, wenn ich den habe. Vielleicht kann ich dann. Nach Abschluss der Pokémon-Liga dann einsetzen und also den schon mal einsetzen und dann erst nach der Liga holen, aber ja, wir gucken mal. Ich guck mal, was man machen kann. Dann Pokémon Scharlachrot und Violett. Ende 2000. Das ist auch die 2 Editionen, das ist Pokémon 9. Generation, Leute. Ja, gut, ich würde sagen. Danke fürs Zuschauen bei diesem Projekt, was jetzt wahrscheinlich doch ein bisschen länger gedauert hat.
weil ich noch ein bisschen analysiert habe. Wir sehen uns im nächsten Video auf YouTube wieder. Habt noch einen angenehmen Tag und ja, haut drin. Jetzt lest euch nicht zu sehr die Kommentare durch. Haut drin. Bis dann und ciao.